Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles, zum Live-Let's Play hier aus dem Stream auf Twitch. Und ja, wir haben das letzte Mal mit Camellia ein bisschen Zeug besorgt. Das Metall ist schon in der Schmelze. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen durchgegangen, was wir schon gebaut haben, was noch nicht. Und da fiel mir ein, dass ich ja hier den Zaubergraben noch machen wollte. Deswegen würde ich das gerne oben auf Terrasse machen. Wir müssen dann nur gucken, unsere Opfer, die wir sammeln, müssten dann die unten am Fluss sein. Ich hoffe, dass die so lange am Seil bleiben, bis wir die hier reinkriegen. So, was brauchten wir noch? 300 Stein und 50 Eisenbahnen. Ja, Camilla, jetzt schließt mir gerade kurz im Weg. Die 50 Eisenbahnen habe ich nämlich jetzt vergessen. Camilla denkt sich auch, Frau, kannst du dich mal entscheiden, wo du hin willst? Ja, auch das. Sammeln ist auch das. Sollen wir dann hier hochkommen? Können wir hier direkt das ritische Ritual machen? Also das runde Ding würde ich gerne da hinten hin machen. Nein, ach Gott. Nimm es nochmal ins Inventar, Minna. Den magischen Kreide. Oh, dafür brauche ich 100 Knochenmehl, 25. Ach Mann. Der ist aber winzig. Ja, den brauchen wir aber jetzt noch gar nicht, oder? Nee, komm, wir lassen es erstmal nur bei dem Gerät. So, das haben wir sonst alles gebaut, bis auf den Kreidekreis. Den brauchen wir auch noch nicht. Das machen wir unten. Da habe ich noch keinen Stuff für und Konvergenzfalle, keine Ahnung, für was ich die brauche. Von daher würde ich sagen, wir haben hier jetzt erstmal alles an Werkstätten gebaut. Das bin ich gerade mal am Schauen. Flaches Strohdach. Wenn wir das unten hinlegen, sollte das doch ein bisschen aussehen wie. Ja. Perfekt. Komm mit, Camellia. Wollte ich noch irgendwas hier oben? Nom. Direkt ans Weg genommen. So, dann haben wir nämlich erstmal genug Baukram. Ja, genau so soll das werden. Amelia ist eine Feine. Ja, ihr seht schon, hier haben wir jetzt auch den größere Lagerfeuer platziert. Hier haben wir noch die Werbewerkbank platziert. Was kommt hier eigentlich für ein Leibeigener rein? Erde anwendet da. Ja, aber haben wir auch noch keinen, oder? Hm.
Ein Alchemist. Ach so, ja, es fällt ja auch unter Alchemie in dieser Rubrik. Kann man nach dieser Baurubrik gehen, welcher Bauarbeiter da reinkommt, theoretisch? Obwohl, nee, hier kommen ja wieder unterschiedliche rein, ne? Ich tue mir echt immer schwer, was da wo reinkommt. So. Aber ich will erstmal normalen Kram bauen. Pamela, du kannst jetzt mal einfach hier stehen bleiben. Ich hole mir dann, was ich brauche. Danke. Ich muss die Tiere alle mal ein bisschen mehr erstmal kurz hier herstellen. Wo ist denn das andere Hottehü? Der Galoppe Poppe. Oh Gott. Ach, zu weit weg. Das ist auch ein Gespann hier. Los, die unsere Galoppe Poppe. Im Gerbertisch kannst Rüstungsmacher und Gerber reinpacken. Jeder hat unterschiedliche Boni-Rezepte. Weißt du, dass das Problem ist, das weiß ich beim nächsten Mal schon wieder nicht mehr. Weil das ja auch nirgendwo mal steht. Das finde ich immer so ein bisschen schade. So, jetzt haben wir noch die Bärbel und den Robert. Na, musst du nicht grantig werden, Bärbel. So, und hier nochmal der starke Robert. Ja, aber das kann ich mir doch nicht behalten. Du bist doch nicht immer da. So, den packen wir mal hier. Bei mir steht es auch weiß auf schwarz. Die? Das ist jetzt schon zu weit weg. Warte mal, die nehmen wir mal auf Folgen. Hallo? Pamela kommt hier hoch, aber du nicht, oder was? Nicht dein Ernst. Warum? Wo hängt's denn? Also Camellia kommt ohne Probleme hier hoch. Aber das Vieh schafft es nicht. Sieht aus, sonst hätte ich zwei. Das ist ein bisschen creepy. Ah, hier gefällt es mir auch nicht so. Doch. Hör mal auf, dich zu bewegen, ey. Da bleib jetzt. Jenen können aufgrund der Anatomie ihres Beckens keine Treppen steigen. Oh, Leute. Habe ich dir aus Versehen auf den Arsch gehauen. Tut mir leid, Camilla. So. Weil ich möchte gerne hier so eine Schräge hochbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann da oben weiter Platte. Holz und Stein. Holz und Stein. Ich habe mich gerade vor den Krokodil erschrocken, ey. So.
Puh, hier geht es gerade so halbwegs. Finde ich gut. Was kommt, glaube ich, sehr gut. Es kommt perfekt hin. Hier hinten machen wir eine Ecke hin. Oder Rampe. Treppe oder Rampe? Obwohl, Treppe sieht fast schöner aus. Dann sieht man noch so ein bisschen den natürlichen Ursprung drunter, ne? So. Oh. Hier habe ich nichts mehr drunter gebaut. Reicht das? Invertierte Treppe gibt's nicht, ne? Das ist schade. Wir bräuchten halt eine, die genau andersrum ist. Weil hier will ich ja auch noch eins hoch machen. Machen wir das ab hier. Die Ecke ist dann doof, dann machen wir dann zwei Blöcke rein. Oh ja, ich werde hier alles zupflastern, weil wir wissen ja, wir brauchen Platz. Und wir wissen ja, da kommt noch einiges an Tieren und so. Auch hier werden wir noch weiter bauen. Zumindest denke ich mal hier dieses von... Stimmt mit dem Pferd nicht. Ja, genau, das meinte ich ja. Mit invertierter Ecke. Jetzt machen sie das Gewackel nicht. Nur wenn ich den Bauhammer in der Hand habe. Okay, alles klar. Das ist creepy. Also auf jeden Fall werde ich denken... Ihr macht mich fertig. Ab hier, glaube ich, noch ein Stück nach da weiterbauen. So. Erste Reihe kommt auf jeden Fall wieder eine Fundamentreihe, weil das von hier aus einfach schicker aussieht. So, dann mache ich nämlich hier so eine Ecke einfach rein. Oh, mir fehlt Holz. Camellia, mir fehlt Holz. Ja, Frauchen, nimm. Nimm so viel du brauchst. So. Okay, das wird nice. Hier wird es zwar leider noch mal höher. Müssen wir schauen, wie wir es hier machen. Ob wir hier noch mal eins hochgehen. Oder nicht, sagt uns dann das nicht. Warte mal, da brauchen wir aber jetzt keine Foundation mehr.
Eine invertierte Ecke. Hi Bengelchen. Ja, mir geht's immer gut. Auch von dir auch. Schön, dass du wirklich reinschaust. Sehr, sehr lieb von dir. Sehr, sehr lieb von dir. So. Ah, das ist blöd hier mit dem Boden, dass es noch mal höher geht. Eine kurze Begrüßung. Oh. So, auch das muss sein. Auch im Live-Let's Play. Ich mache hier das erstmal mal weg. Das sind alles Ressourcen, die wir gebrauchen können. Die kommt auch ins Inventar. So. Ja, aber invertierte Ecke. Lieben Dank, Samilius, für das Geschenk-Abo an den guten Fanta. So. Ja, das Problem ist aber, Vendetta, dass es hier zu dem Baustil halt keine invertierte Ecke gibt. Dann hast du nur hier diese Reitgutecken. Du meinst das so, ne? Ja, aber wie gesagt, da haben wir nicht. Haben wir nicht die. Ja, aber wir haben ja kein Material, was jetzt in dem Sinne dazu passt. Von daher würde ich erstmal jetzt hier das Fundament drinnen lassen. Fertig. Ja. Das ist dasselbe Emote. Schreib ihm mal jemand. Dankeschön. Ich mag jetzt nicht dauernd in der Aufnahme raustappen. Bei Ziegel. Ja. Oh ja, das kommt hin. Das kommt hin. Da muss ich nur kurz. Panto, Camilla ist durchgefallen. Nicht hier auf Abreißen stellen. Wie viel brauchten wir? Ich habe schon wieder vergessen. Boah, aber die Sachen hier, also die Ziegelsachen sind auch schön, ne? Irgendwann würde ich gerne mal alles wenigstens auf Ziegel aufwerten. Die Ziegelsachen finde ich ultra schön. Eingeformtes Holz, 2 Eisenverstärkung. Nö, das ist ganz normal. Die sind frei erwerblich, erwerbbar. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie der Laden heißt. Könnt ihr immer schreiben.
dass die freikäuflich sind. Die Emotes. So. Ja, das ist okay so. Dann machen wir mal weiter mit Zimmerdecken. Auch bei den Zimmerdecken fällt man nicht durch, Fanto. Lass die Tiere, weil Frauchen mit dem Hammer rumrennt. Was? Gar nicht, wahr? Den Baum müssen wir noch wegmachen. Guck, wir brauchen zufällig Baum. Nehmen wir uns den. Und den. Ich kenne leider keinen, der schön zeichnen kann und mir da was Schönes zaubern könnte. Leider. An Emotes. Also wenn wer künstlerisch begabt ist, darf er sich gerne mal im Discord bei mir melden. Oho. Ich wollte eigentlich die Standfackel aufheben. Siehst du schon wieder, ey. Das darf man nicht aufheben. Da noch Mist drinne. Es steht Standfackel da und erhebt 21, 22, 23. Ja, ich leider auch. Künstlerisch nicht sehr bewandert. So, dann müssen wir gleich mal Camellia rufen. Der Baum hier wird einfach mit eingepflastert. Die Frage ist nur, rentiert sich das hier noch mal hochzugehen? Hier könnte man schöne Sechserkammern hinmachen anstelle. Zumindest Zweier. Ja, schon. Shadow Dragon. Aloha. Ich habe eben auch mal bei dir reingeguckt im Stream. Kenne ich gar nicht das Spiel, was du da gespielt hast. Und vielen lieben Dank für das Geschenk-Abo an den guten Shadow Dragon. Wie geht es dir, mein Lieber? Gerade mal gucken, wir gehen hier noch mal eins hoch. Weil ich muss halt irgendwo auch die Dinger hinstellen. Oder wisst ihr was? Wir machen das alles noch mal weg und gehen direkt zwei hoch. Dann haben wir nicht zwei kurze Übergänge, sondern eine größere Fläche. Also ja, nee, so Städtebau ist nicht so. Ab September gibt's für mich eh nur noch ein Spiel.
Ab 1. September gibt es nur noch ein Spiel. Vorerst. Bin mal gespannt, wie lange das anhält. Ah, Starfield. Ja, dann müssen wir jetzt weiter durch, dass ich mal kurzzeitig ein bisschen überladen bin. Dann machen wir jetzt nichts dran, ne? So. Nee, leider nicht. Der Künstler fehlt mir. Da, 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 da. Ich pack die Sachen mal hier rein. Aber wir kriegen die ganzen... Wir kriegen die ganzen Tierbabys nicht in Camellia. Müssen wir mal gucken. Brauchen wir noch mal so eine Ecke. Ja, so ist besser. So haben wir nur einmal eine Stiege und dann eine große Fläche. Finde ich angenehmer. Ja, ja, Samelius. Ja, ja. Ach ja, Fanta. Sehr gute Fanta. Sag dir mal vielen lieben Dank, ich ihn auch. Ich mag jetzt, wie gesagt, nicht permanent rauspappen. So. Oh ja. Aber mich freut es, dass ich heute dann doch ein bisschen zum Bauen gekommen bin. Tatsächlich so, wie ich es mir vorgenommen hatte und mich auch ausnahmsweise dran gehalten habe und nichts anderes gemacht habe. Das war unangenehm. Oh nein, 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 nein. So nicht, mein Freund. So nicht. Bevor hier wieder... Nein. Muss das hier vorne der Optik wegen lassen. Ich sehe nichts. Danke, Spiel. Oh. Ja, hier müssen wir auch schauen, wie ich das mache.
würde das halt gerne mit einbeziehen hier hinten. Man das dann irgendwie so macht. Man muss halt das ganze Stück dann aus Dreiecken machen. Das ist immer so ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Bin ich gerade blind? Ja, ich bin blind. Oh, kann sie aber ineinander platzieren. Sehr gut. Das erleichtert es uns später ungemein. Was? Amelius, bring mich doch nicht auf solche Ideen. Das kannst du doch nicht machen. Hier drüben die Stallung? Ach ja. Hier eine Brücke rüber und da drüben die Stallung? Ja, und hier oben? Ich muss mal gucken, wie ich das hier mache. Ich finde das immer ein bisschen... Aber so geht's. So. Oh, ist okay. Und dann hier oben noch eine Dings dran. Und über den Bach eine Brücke. Und hier drüben die Stallung. Was? Ich habe dich mit Starfielditis angesteckt. No. Da kann ich aber nichts für. So. Ja, gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Ebene geschaffen hier. Gefällt mir. Das wird auf jeden Fall richtig nice, glaube ich. Können wir dann hier nach hinten auch noch ausbauen. Und eventuell können wir ja dann sogar ein paar... Es gibt keine Unterkünfte für Praktikanten. Das hier unten ist alles für Tiere. Die sollen es schön haben. Freigehege, naja, die laufen ja nicht frei rum hier leider. Naja, schauen wir mal in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, schaut vielleicht auch gerne mal beim Stream vorbei auf Twitch. Und ja, den Link findet ihr in der Videobeschreibung und auch im Kanalbanner auf YouTube. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.